Jo, was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Division. So, wir sind ja beim Folgenberg hier stehen geblieben. So, ich habe mal kurz das Break genutzt, um auch mal einen Controller zu wechseln, weil mein letzter Controller lief ja nur noch auf wenig Batterie. Bevor er komplett den Bach runter geht, wechsle ich den lieber. Mal sehen, ob er das übersteht. Mal sehen, ob du das überstehst. Are you happy now? Huh? Do you? Ich muss ein bisschen Gas geben. Hier muss ich gerade ein bisschen Fersengeld zahlen. Ich werde dahinter bleiben. Okay, ich muss jetzt echt hier ein bisschen Fersengeld zahlen. War auch nur kurzzeitig. Aber auch nur wirklich kurzzeitig. Einer ist noch da, bei dem kümmere ich mich gleich. Sie verlassen jetzt das kostenkombinierte Gebiet. I know the fuck I'm doing. Super gemacht. Schön, dass du mir geholfen hast und alles. Das war super Teamarbeit. Thanks for that. Also hier oben nicht noch welche gewesen? Okay. Bin mal kurz. Warte mal, warte. Ah, genau, ich wollte. Hä? Ach da. Eine Sache wollte ich auf jeden Fall noch machen. Okay. Das war wieder nicht das, was ich eigentlich dachte, was ich bekomme. Okay, der geborene Scharfschütze bin ich sowieso nicht. Naja, scheiß drauf. Wo sind die Jungs? You are no match for me, huh?
Bisschen euch bisschen mehr anstrengen, ein bisschen. Aber nur ein kleines bisschen. War irgendwie seit bis jetzt keine Herausforderung. Glücklicherweise. Okay. Wirklich. This is going down for real. So, ich will mich erstmal gleich noch ein bisschen umschauen, bevor ich hier noch irgendwas finde. Bevor wir gleich zu den drei Runden kommen. Bitte. Ich hoffe, Sie können im Dunkeln sehen, weil ich Sie im Kontrollraum brauche, um die Sache abzuschließen. Ja, ich komm gleich, don't worry. Ich komm gleich zu dir. Okay, ich glaube, hier war gar nichts mehr, ne? Ne, hier ist ein Beton. Ne. Ausgerüstet sind wir, okay. Je früher wir aus dieser Gruft rauskommen, desto besser. Oh Gott, ich mag das jetzt schon nicht. Ich habe jetzt schon wieder voll die Panik. Doch auch. Warten Sie kurz. Test. Mein Gott, ist das Ding laut. Okay, ich mache mich jetzt im Kontrollraum an die Arbeit. Okay, wir kriegen jetzt eigentlich ein Update von mir. Es wird gleich echt schnell echt dunkel. Der Strom fließt nur zur Basis, wenn ich neu boote. Also wird alles für eine Minute runterfahren. Na, super geil. Oh Gott, ich leck mich am Arsch. Bei den Generatoren haben sie aber richtig hingelangt. Der letzte große Hurrikan hat der Beschaffung wohl zu denken gegeben, denn diese Babys halten einiges aus. Widerspenstige Biester, aber vielleicht haben wir Glück. Junge, du sollst ja nicht in den Arsch kriegen, du sollst hinmachen. Und here we go. Was sagt man dazu? Geht doch. Oh Gott, Alter. Scheiße, Klinas. Ich dachte, um die hätten sie sich gekümmert. Oh Gott, oh mein Gott. Oh Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, was sind die Punkte, die eigentlich hier? Erste Etage ist unten, zweite Etage was anderes, ne? Warte, die zweite Runde ist da, dritte Runde ist hier. Ich wüsste ja sogar, wo ich bin. Ach, die holt mich gar nicht. Ah, die hat auch keine Bedrohung für mich. Vielleicht ist mehr als ein Witz in meiner Augen. Okay. Okay, tut mir leid, ja. Waffen runter. You guys are nothing but a serious joke. Noch mehr von den Arschlöchern? Ehrlich? Okay, warte mal. Das war jetzt so. Warte. Okay, das war nichts. Ah, komm mal, ja. Wo ist der andere? Okay, da geht's so down. Okay, das ist relativ easy going. Das ist momentan nichts Kompliziertes.
in der Kontrolle. Ich kann ihn nieder. Das ist gar nichts, das wissen wir beide. Ich würde das gerne, ich will das wirklich so furchtbar gerne. Wir haben sonst niemanden vor Ort. Ich will das wirklich. Das ist des Kriegers und ich bin am Arsch. Da sind wir beide, okay? Let me get this straight, we are both fucked up, okay? Ah, shit, das hat ja funktioniert. Das hat auch nicht funktioniert, okay? Ich muss Fersengeld geben, ich muss Fersengeld. Junge, geh doch aus der Deckung raus! Oh mein Gott, geh doch aus der verfickten Deckung. Wir müssen sowieso hier Fersengeld geben. Gehst du bitte? Oh, du kleiner. Oh, du bist so ein Spaß, ganz ehrlich. What the fuck? Puh, es war jetzt gar nicht. Okay, es war jetzt nicht ganz so schwer, wie es mal war. Muss man auch zugeben, Gott sei Dank. Agent, das Stromnetz scheint wesentlich stabiler zu sein. Dank Ihnen sind wir zurück im Geschäft. Rhodes ist schon auf dem Weg und braucht keine Eskorte. Wir sprechen uns, wenn Sie wieder hier sind. Haben wir auch relativ gut hinbekommen, oder Leute? Würde ich sagen. Haben wir irgendwie relativ gut gelöst. Ja, sehr gut. Das 20%, das haben wir 10%, alles klar. Sie leisten gute Arbeit, aber lassen Sie jetzt nicht nach. Ich glaube nicht, dass wir schon so weit planen können. Was? Boro 2. Irgendwo hier oben.
Hey, ich bin nicht sentimental, aber sie haben mich da rausgehauen, also danke. Ich weiß, sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür, meinen Arsch gerettet zu haben. Zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen. Ah, Regierungsstandard, verstehe. Schön, dass die die Messlatte noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber hopsen. Wollen sie Qualität? Kaufen sie es privat. So läuft das in Basra. Also ja, die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten. Strom, Wasser und das Ganze drum und dran. Nicht, dass sie der Erste wären. Hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging. Dazu hätte ich ein paar Theorien parat. Ich meine, wenn sie da draußen die Stadt neu verkabeln, stochern sie rum, sehen sie, was sie finden. Vielleicht war es das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt. Ich würde es glauben. Ist schon mal passiert. Meine Frau hat sie auch verschluckt. Ein Wunder, dass ich noch hier bin. Das heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker. Tja, wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch. Na los, finden Sie was raus. Ich sag Ihnen, was Sie zu tun haben. Passen Sie auf, dass diese Scheißstadt Sie nicht auch noch verschluckt. Ich gebe mir Mühe. Ja, ich bin nicht ganz auf Level 8, okay. Warum machen Sie es nicht? Machen wir erstmal hier den Steuerraum. Ich weiß. Okay. Ja, das sollte gehen. Gute Arbeit. Wir können die Infrastruktur überwachen. Wärme, Wasser, Elektrizität. Guter Schachzug, Agent. Sie machen meinem Bastlerherzen echte Freude. Ein Bereich, der nur für die Reparatur, Aufbereitung und Verbesserung von Waffen und Geräten reserviert ist. Hier kann ich mich voll austoben, Agent. Ja, lass mir das mal kurz. Das ist jetzt für mich ein bisschen zu viel Knobelarbeit. Aber es passt schon erstmal so weit. So, was haben wir? Alle Freilufttrainingsaktivitäten wurden aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres. Willkommen zum nächsten Scheißtag. Keine Zeit. Machen Sie weiter so. Bringen wir hier noch irgendwas? Sicherheitsflüge. Ich habe noch ein bisschen was offen, ne? Wachposten. Verzweifelte Lage, niedrige Lebenspunkte erreichen, um die Präzision von blindes Feuer um 20% zu steigern. Ja, das ist für mich kein Vorteil, ehrlich gesagt. Okay. Harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen. Wo sind hier die Ausbauten?
Verrückt ist für diesen Bliss gar kein Ausdruck. Lass gucken, was ich hier noch ausbauen kann. Betreuung, was ist das? Stärke die Credit-Verdienstrate um 10%. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überlebe. Ich dachte, die helfen uns. Sie sahen aus, als hätten sie was zu erledigen. Steigert den Virenschutz. Die kamen immer näher und dann... Erste Hilfe-Set, erweitertes Erste Hilfe-Set. Oh, das ist geil. Das habe ich ja schon, leider. Machen wir mal das hier. So, das bauen wir mal ein bisschen aus. Ah, ich will das noch, ich will das noch weitermachen. Okay, wir bauen hier alles aus. Scheißegal. Jetzt legen wir ein bisschen hier los. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen. Scheiße, aber wir bauen jetzt hier ein bisschen was aus, Leute. Klasse, eine Apotheke. Jetzt können wir unsere Arzneimittel sicher lagern und überwachen. So, wir schauen uns mal hier ein bisschen um. Das haben wir auch. Halt nicht durch, okay? Sieh an, was die Katze angeschleppt hat. Dann bauen wir das hier ein bisschen aus. Schießstand, würde ich sagen. So. Also gut, zurück an die Arbeit. Alles klar, ich habe zwei neue Talente dabei. So, was können wir denn hier machen? Sie sind ein Vorbild für uns alle. Katze im Flüchtlingslager, muss ich schon wieder machen? Haben Sie lange nicht gesehen? Okay, ich habe jetzt irgendwie keine Mission am Start, oder? Ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst Hilfe? Hilfe! Hilfe! Nein! Das ist keine Hilfe, Baby. Minimum empfohlene Stufe Klasse 8, okay? Das stimmt nicht. Die Werbetafeln, sie gehen aus. Genau wie die Bürolichter. Und auch die Heizung wird schwächer. Ich glaube, wir haben den Strom lahmgelegt. Okay, vergiss die Stufe 10 bis 30 mal jetzt auf gar keinen Fall. Was ist das? Wir müssen diesen ganzen Wohnblock säubern. Stufe 14, okay. Ich muss irgendwas suchen, was jetzt erstmal in meine Richtung passt. Leute, irgendwas für mich erstmal? Irgendwas für mich? Scheiße, ich glaube, da draußen ist jemand. Du meinst Hilfe? Hilfe! Nein! Das machen wir als nächstes. Das kleine Wiesel hat sich ein paar Kaufhäuser zur Verbreitung seiner Überraschung ausgesucht. Und Abels kennt jeder. Das könnte sogar Amherst's Ground Zero sein. Wir brauchen einen nicht mutierten Stamm des ursprünglichen Virus für einen Vergleich mit den Mutationen bei unseren Patienten. Und den finden wir nur auf den originalen Dollarscheinen mit dem Originalvirus. Was bedeutet, Sie müssen rüber zu Abels und so viele kontaminierte Geldscheine wie möglich herbringen? Die Ärztin, die Sie aus dem Garten gerettet haben, Sie sind ein Vorbild für uns alle. Abteilung. So, liebe Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Division. Hey, bis dahin. Das darf sein. Haut rein und tschüss.